Was tun gegen den Hass? 1. Das Problem benennen, Rassismus. Die Opfer waren keine Fremden, erklärte Hanaus Bürgermeister Klaus Kaminski, SPD, immer wieder nach dem Anschlag in seiner Stadt. Eine Selbstverständlichkeit, eigentlich. Aber auch Hessens Innenminister Peter Beuth, CDU, sprach nach der Tat von einem fremdenfeindlichen Hintergrund. Dabei ist Sprache jetzt wichtig, die Hanauer Opfer waren hier Aufgewachsene, Teil dieser Gesellschaft. Es geht um Rassismus. Und der begann weit vor Hanau. Er traf in den 60er Jahren die Gastarbeiterfamilien, er traf die NSU-Mordopfer, als ihre Familien von Rassismus sprachen, glaubten die Ermittler ihnen nicht. Und die Ausgrenzung frisst sich auch tief in den Alltag. Bei der Suche nach Wohnungen, Jobs oder bei Polizeikontrollen. Betroffene und Politikerinnen wie Savs Anchebli von der SPD fordern, diesen Rassismus endlich klar zu benennen und anzugehen. Die Grünen plädieren auch für einen Antirassismusbeauftragten der Bundesregierung analog zum seit 2018 existierenden Antisemitismusbeauftragten. Das Signal, das Problem wäre auf höchster Ebene angekommen, alle Maßnahmen werden hier gebündelt. Annette Wittmann-Mautz, Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, schlägt Ähnliches vor, eine Expertenkommission gegen antimuslimischen Rassismus. Die wollen auch Islamverbände. Brandenburg ging noch einen Schritt weiter, dort schrieb man bereits 2013 den Kampf gegen Rechtsextremismus und Rassismus in die Verfassung. Eine Expertengruppe um den Soziologen Matthias Quent, den Thüringer Verfassungsschutzchef Stefan Kramer und Farhad Dilmagani vom Verein Deutsch Plus fordert dies nun auch für den Bund. Es hätte Symbolcharakter, als Staatsauftrag und Ermutigung für Engagierte. 2. Gegen die Diskursvergifter. Als Gift bezeichnete Kanzlerin Angela Merkel nach Hanau den Hass und Rassismus im Land. Es sei Schuld an schon viel zu vielen Verbrechen. Tatsächlich sind es rechtsextreme Narrative, die Opfergruppen markieren und rechtsextreme Täter motivieren, weil sie sich so in ihrem Tun legitimiert sehen. Der Lübbe-Mordverdächtige besuchte AfD-Veranstaltungen, in Dresden warf ein Pegida-Redner Brandsätze auf eine Moschee. Im Fokus jetzt vor allem die AfD. SPD und Grüne fordern eine Komplettbeobachtung der Rechtsaußenpartei durch den Verfassungsschutz. Bisher werden nur das rechtsextreme Sammelbecken der Flügel um Björn Höcke und der Parteinachwuchs als Verdachtsfall geführt. Wenn man hier anfängt, müssten indes auch Pegida oder neurechte Einheizer wie das Institut für Staatspolitik oder das 1%-Netzwerk beobachtet werden. Bundesinnenminister Horst Seehofer bekundet, dies entscheide der Geheimdienst allein. Der CSU-Mann will aber etwas anderes, der Verfassungsschutz soll künftig auch verschlüsselte Handynachrichten lesen und Online-Durchsuchungen auf PCs durchführen dürfen. In einem aktuellen Gesetzentwurf wird dies explizit mit der Gefahr des Rechtsterrorismus begründet. Das Justizministerium lenkte nach langer Blockade zuletzt ein, will aber mehr parlamentarische Kontrolle. Allein, um mitlesen zu können, muss der Geheimdienst Extremisten überhaupt erst kennen. Bei den Attentätern von Hanau und Halle war das nicht der Fall. Und einmal eingeführt, dürfte das Instrument sicher nicht nur gegen Rechtsextremisten eingesetzt werden. Die Frage ist auch, ist der Verfassungsschutz im Kampf gegen Rechtsextremismus überhaupt der richtige? Auch seine V-Leute bauten die Szene mit auf, er deckte den NSU-Terror nicht auf, schredderte Akten und ist nur schwer zu kontrollieren. Die Linke fordert deshalb den Aufbau eines alternativen wissenschaftlichen Instituts, das die Szene im Blick behält, die Grünen ebenso, allerdings mit einem Rumpfgeheimdienst. In Thüringen wird mit dem Institut von Quent bereits eine Alternative aufgebaut.
Bei konspirativ agierenden Rechtsterroristen stößt man dort an Grenzen. Gefordert sind ohnehin alle. Wie oft darf die AfD Menschenfeindliches in Talkshows verbreiten? In welche Gremien sollten ihre Vertreter gewählt werden oder gerade nicht? Diskutiert wird nun auch wieder, ob AfD-Anhänger in den öffentlichen Dienst gehören. Die rechtlichen Hürden sind hier hoch, entscheidend ist das konkrete Verhalten der Beamten. Und das Terrain ist heikel. Der radikalen Erlass von 1972 lässt grüßen. 3. Zivilgesellschaft stärken. Mehr als 120 Initiativen protestierten zuletzt gegen Kürzungen im Bundesprogramm Demokratie leben, das Projekte gegen Extremismus und für Demokratie fördert. 8 Millionen Euro sollte es weniger geben, insgesamt dann 107 Millionen Euro. Die Kürzung wurde nach dem Protest wieder zurückgenommen. Die Initiativen fordern indes weiter mehr Geld für ihre Arbeit, 200 Millionen Euro jährlich. Der NSU-Untersuchungsausschuss im Bundestag forderte 2013 noch mehr, ein Demokratiefördergesetz. Denn bisher gibt es Geld für die Projekte nur befristet, das Gesetz könnte diese dauerhaft absichern. Auch Familienministerin Franziska Giffey, SPD, ist nun dafür, die Union aber blockt. Zuletzt zeigte sich immerhin Seehofer gesprächsbereit. Demokratieförderung und Bildungsangebote aber sind entscheidend, denn die Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus muss am Ende vor Ort geführt werden, in Vereinen, Schulen und Kommunalparlamenten. Hier entscheidet sich, wie viel Raum der Hass bekommt oder eben nicht. 4. Volle Härte des Rechtsstaats. Vor einer Woche erst beschloss das Bundeskabinett ein Gesetz, Provider sollen nun Hasspostings dem BKA melden, damit diese konsequenter verfolgt werden. Auch werden Gewaltandrohungen und Beleidigungen im Internet härter bestraft, mit bis zu 3 Jahren Freiheitsstrafe. Tatsächlich könnten Verurteilungen hier Exempel statuieren. Offen ist indes, was und nach welchen Kriterien die Plattformbetreiber tatsächlich dem BKA melden und wie dort die Datenflut verarbeitet wird. Bereits zuletzt hat das BKA umgesteuert, die Abteilung gegen Rechtsextremismus wird ausgebaut, die Szene strukturierter durchleuchtet, auch auf Online-Portalen. Doch immer noch zählt die Polizei nur 60 rechtsextreme Gefährder bei 12.700 als gewaltbereiten geltenden Rechtsextremen und 660 islamistischen Gefährdern. Dazu wurden zuletzt 482 Neonazis mit offenen Haftbefehlen gesucht. Da geht also noch mehr. Und bei all dem muss auch die Justiz mitziehen. Der Richterbund fordert bereits 400 neue Stellen, allein um die BKA-Meldungen zu verarbeiten, gefordert werden auch mehr Schwerpunktstaatsanwaltschaften gegen den Rechtsextremismus. Bund und Länder einigten sich zuletzt bereits auf 2.000 neue Justizstellen. Justizministerin Christine Lambrecht, SPD, sieht die Länder in der Pflicht, sei dies immer noch zu wenig, müssten diese darauf angemessen reagieren. 5. Waffenrecht verschärfen. Kürzlich erst wurde das Waffenrecht verschärft, große Magazinen sind nun verboten, bei Langwaffen sind 10 Schuss erlaubt, bei Kurzwaffen 20 Schuss. Dazu müssen sich Bewerberinnen für Waffenscheine einer Regelabfrage beim Verfassungsschutz unterziehen, um so Extremisten auszusieben. Wie der Geheimdienst mit der Masse an Prüfungen umgehen soll, ist noch ungeklärt. Nun, da der Hanauer Attentäter Mitglied eines Schützenvereins war, ist die Debatte wieder da. Die Grünen fordern, auch die Lagerung von Munition zu beschränken, nicht mehr zu Hause, sondern nur noch in den Schützenvereinen, wo auch geschossen wird. So hortete etwa auch der Schweriner Ex-Elite-Polizist Marco G., der sich auf einen Tag X vorbereitet haben soll, zu Hause zehntausende Schuss Munition und knapp 10 Waffen, vieles davon legal.
Das Problem ist real, die gesamte rechtsextreme Szene ist waffenaffin, wie immer wieder Razzienfunde zeigen. Zuletzt sollten deshalb bekannte Reichsbürger konzertiert entwaffnet werden. Bis heute ist dies aber nicht abgeschlossen. Seehofer brachte zudem psychologische Tests für auffällige Inhaber eines Waffenscheins ins Spiel. Aber auch hier müssen Auffälligkeiten erstmal zutage treten. Im Schützenverein des Hanau-Attentäters wird beteuert, man habe nichts gemerkt. Und die Bundesanwaltschaft, die schon im November einen wahnhaften Brief des Mannes erhielt, gibt an, keinen Zugriff auf Waffenregister außerhalb von Ermittlungen zu haben. Hier hätte womöglich eine Meldung an ein Gesundheitsamt helfen können. Bei allen Verschärfungsideen, der Attentäter am Münchner OEZ-Einkaufszentrum mit 9 Toten 2016 besorgte sich seine Waffe aus dem Darknet, der Halle-Attentäter baute sich seine Waffen mit Hilfe eines 3D-Druckers selbst. Hier fehlen bisher Gegenkonzepte. 6. Aufmerksamkeit im direkten Umfeld schärfen. Im Fall der sich im Stillen radikalisierten Attentäter von Halle und Hanau hätten wohl am ehesten ihre Familien und Bekannten etwas mitbekommen können. Experten raten, komme einem etwas komisch vor, lieber einmal mehr nachfragen, als einmal zu wenig. Wichtig aber seien dann, bei massiven Auffälligkeiten, niedrigschwellige Angebote nicht bei der Polizei, die für Strafverfolgung zuständig sei, sondern etwa bei Gesundheitsämtern oder unabhängigen Beratungsstellen. Letztere gibt es aber gerade im Westen nicht flächendeckend. Zentral deshalb auch hier, Punkt 3. Aufmerksam sein bedeutet aber auch offenes Widersprechen, wenn im Alltag Rassistisches geäußert wird. Dort eingreifen, wo sich Ressentiments ausbreiten und wieder neue Täter motivieren könnten. 7. Selbstermächtigung. Keine Forderung mehr an die Politik, rief ein Redner auf einer Gedenkkundgebung in Hanau. Migrantische Selbstorganisation, in einem Aufruf hieß es, wir nehmen uns das Recht, uns selbst zu verteidigen. Es ist Zeit für Migrantifa. Solche Aufrufe gab es schon einmal, Anfang der 90er Jahren, nach den tödlichen Brandanschlägen in Solingen oder Mölln. Nun sehen einige dafür offenbar wieder eine Notwendigkeit. Es geht aber auch einen Schritt darunter. Diskutiert wird in der Community derzeit auch ein Streik von Rassismusbetroffenen. Migranten könnten dann ihre Arbeit niederlegen, ihre Geschäfte schließen und so sichtbar machen, wo überall die Gesellschaft längst auf sie angewiesen ist. Ich mache mich jetzt noch breiter, lasse mir keine Räume nehmen, sagt die Grünen-Politikerin Canan Bayram. Selbstermächtigung im Alltag, in der Politik, im Job auch, das ist ein Weg. 8. Solidarität und Repräsentation. Als Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Hanau sprach, war sein dringlichster Appell der nach Solidarität, für die Opferangehörigen, aber auch darüber hinaus. Wir wollen zusammenleben, und wir zeigen es, wieder und wieder. Es ist unser stärkstes Mittel gegen den Hass. Die Mahnwachen in Hanau und bundesweit waren hier ein wichtiges Zeichen. Die Frage berührt aber letztlich den Alltag, noch mehr mit Nachbarn ins Gespräch kommen, ihnen Hilfe anbieten. Für den Staat bedeutet sie auch, die Opfer nun nicht allein lassen, sie schnell und unbürokratisch entschädigen. Bis zu 30.000 Euro stellt die Bundesrepublik dazu Angehörigen zur Verfügung. Islamverbände fordern zudem einen besseren Schutz ihrer Einrichtungen. Zumindest kurzfristig erfolgt dies nun. Politisch gilt es nun aber auch, Teilhabe zu ermöglichen, Menschen mit Migrationshintergrund Ämter und Mandate übertragen, sie in den öffentlichen Dienst und die Sicherheitsbehörden holen. Quent, Kramer und Dilmagani fordern zudem verpflichtende Antidiskriminierungsbeauftragte in allen Behörden,
quotierte Bürgerräte und ein klares Bekenntnis Deutschlands als Einwanderungsland. Die Vielfalt der Gesellschaft muss sichtbar sein und ihren Einfluss ausüben können, schreiben die drei Autoren. Menschen in der Region und in Bonn decken sich mit Vorräten ein. In Nordrhein-Westfalen wurden in den vergangenen Tagen die ersten Fälle von Erkrankten mit dem Coronavirus bestätigt. Auch im Rhein-Sieg-Kreis gab es den ersten Verdachtsfall. Auch wenn der Kreis am Donnerstagmittag bekannt gab, dass eine mögliche Infektion nicht bestätigt werden konnte, haben die Menschen aus der Region bereits auf die Situation reagiert. Wie verschiedene Supermarktketten auf Anfrage bestätigten, sind seit Mittwoch mehr Vorräte wie Konserven und Wasserflaschen verkauft worden als üblich. Wie ein Mitarbeiter aus einem Rewe-Markt in Hennef erzählt, seien dort vor allem deutlich mehr Nudeln, Hülsenfrüchte und Reis verkauft worden als sonst. Auch aus einem Edeka-Markt in Hennef heißt es, dass auffällig viele Konserven, Wasserflaschen und Desinfektionsmittel verkauft wurden. Von einer Rewe-Filiale in Siegburg kann zwar nicht bestätigt werden, dass aktuell mehr Lebensmittel verkauft werden als üblich, ein Mitarbeiter spricht aber von auffällig großen Mengen verkaufter Desinfektionsmittel und sonstiger Hygieneartikel. Auch der Kunde eines Edeka-Marktes in Berkum beschreibt Szenen, die sich mit den Aussagen vieler Supermärkte decken. Am Mittwochabend seien in dem Markt viele Kunden gezielt auf Regale zugesteuert, in denen haltbare Lebensmittel lagerten. Er beschreibt, dass mehrere Kunden beispielsweise haltbare Milch und Wasser in großen Mengen gekauft hätten. Regale, in denen Eintöpfe und Küchentücher gelagert worden, seien ebenfalls weitestgehend leer geräumt worden. Die Situation sei so auffällig gewesen, dass auch Mitarbeiter des Marktes von Hamsterkäufen sprachen. Auch die Apotheken nehmen seit dem Ausbruch der Erkrankung in NRW ein anderes Kaufverhalten der Kunden wahr. Wie der Apothekerverband Nordrhein mitteilt, sei besonders die Nachfrage nach Mundschutzmasken sowie Flächen- und Handdesinfektionsmitteln stark gestiegen. Masken seien bundesweit kaum noch verfügbar. Die große Nachfrage macht sich inzwischen auch anhand der Preise bemerkbar. Auf Online-Plattformen werden Mundschutzmasken teils zu Wucherpreisen verkauft. Auch in Bonn scheinen sich derweil in manchen Stadtteilen die Hamsterkäufe zu mehren, wie seit Mittwoch in einigen Geschäften zu beobachten war. In einem Aldi in Lengsdorf beispielsweise waren nach Recherchen die Regale am Donnerstag nicht mehr wie gewohnt gefüllt. Vor allem haltbare Lebensmittel wie Reis und Nudeln, aber auch Brot und Haarmilch knapp geworden. In anderen Stadtteilen Bonns ist die Lage jedoch deutlich entspannter, wie die geschäftsführende Inhaberin des Edeka Moor Frische Centers an der Bornheimer Straße, Kirsten Moor, bestätigt. Eine stärkere Nachfrage an diesen Produkten sei seit Ausbruch des Virus spürbar, aber längst nicht so extrem wie in anderen Städten, sagt Mohr und ergänzt, die Lieferketten seien stabil, um Nachschub müsse sich niemand Sorgen machen.